Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Zeichenvideo von mir. Heute habe ich mal ein Video für euch, in dem ich einen Dobermann gezeichnet habe. Hier seht ihr schon mal grob den Anfang und ich blende euch gleich auch noch mal ein anderes Bild von der Skizze ein. Ja, ich habe nicht alles mitgefilmt, aber halt so gut es geht. Auge, Nase habe ich eigentlich gar nicht mitgefilmt und wie ich die Skizze gemacht habe, auch nicht. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich einen Dobermann zeichne, dann daher, da das die Lieblingshunderasse von meinem Bruder ist und ich schenke ihm dieses Bild. Und ja, deswegen zeichne ich einen Dobermann und das schenke ich ihm dann am Ende. Und ja, in dem Video seht ihr jetzt einfach, wie ich ihn gezeichnet habe. Beim Ohr habe ich euch jetzt auch nicht mitgenommen, aber ansonsten habe ich euch bei ganz vielen Schritten mitgenommen, vor allem beim Fell. Ja, Nase, Auge filme ich meistens nicht so mit, weil ich da halt, ja, also ich bin mir da nicht sicher, immer ob ich jetzt die Kamera anmachen soll. Und da ich jetzt noch kein Stativ habe oder so, ist es dann auch immer ein bisschen blöd, weil gerade das Auge und die Nase sind halt eigentlich so die wichtigsten Teile meiner Meinung nach, die halt auch viel ausmachen von dem Bild. Und ja, da brauche ich einfach beide Hände, um das zu zeichnen, denn ich halte halt oft die Kamera in der Hand. Hier jetzt zum Beispiel halte ich sie nicht, da habe ich sie wo draufgelegt, aber beim Auge brauche ich dann halt auch Platz für meine Hände und ja, deswegen konnte ich das nicht mitfilmen. Aber ich denke, ihr könnt es trotzdem grob mitverfolgen und ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Am Ende seht ihr natürlich das Endergebnis und ich blende euch auch noch mal einzelne Bilder ein, auch von der Skizze und von Zwischenschritten und so. Und ja, viel Spaß beim Video. Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Bild. Ich muss an dieser Stelle kurz erwähnen, dass ich das Bild natürlich nicht an einem Tag gezeichnet habe, auch nicht an einem, ja, also ich habe mir jetzt auch nicht ewig Zeit genommen, so in dem Sinne, dass ich jetzt ein, zwei Tage durchgezeichnet habe, sondern ich habe natürlich auch Schule und anderes zu erledigen und dann habe ich halt immer ein bisschen weiter gezeichnet, wenn ich Zeit hatte. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das Bild spiegelt leider sehr, dadurch, dass halt sehr viel Schwarz vorhanden ist. Ja, aber ich bin wirklich sehr zufrieden und ja, schreibt gerne, wie ihr das Bild findet. Jetzt könnt ihr noch ein paar Bilder sehen, die ich zwischenzeitlich von der Zeichnung gemacht habe. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Tschüss!